Ich kann halt immer noch nicht ganz fassen. ATS. Wir stehen hier im ATS und im Multiplayer. Das Spiel ist nicht mal eine Woche. Doch jetzt ist es eine Woche draußen. Ich hab ja gesagt, das wird nicht lang dauern. Hat der gesagt, der Andi? Hab ich dir? Ich hab mir so gehofft, als der Andi dann sagt, ja, ATS, Quatsch, ATS Multiplayer. Mir so gedacht, jawohl, guck, der wird schon vor Ende meiner Klausurphase wird er nicht rauskommen. Nee. Ein Zuschauer war ja so freundlich und hat mich darauf hingewiesen. Ich hätte das ja gar nicht mitbekommen. Jetzt muss man den aber so blöd verifizieren. Ach du Scheiße. Wobei, schnell. Wenn man es falsch macht, dann wartet man auch Ewigkeiten. Also der Trick ist, vielleicht können wir den jetzt gerade mal verraten, Hashtag Bildungsauftrag. Wenn ihr euch auf dem Server verbinden wollt mit dem ATS, dann kommt diese Meldung beim ersten Start, ja, das Spiel registrieren, auf Profil und Settings gehen, und dann klickt ihr dann einfach auf Yes. Dann ist da ein Button Check Now und dann lädt der Browser kurz was und dann steht da irgendwann oben links so in der Ecke, so in grün, we're checking now, bla 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 mit ATS. Wenn diese Meldung kommt, dann lasst ihr den Browser offen, tappt wieder in den noch laufenden ATS rein und versucht euch nochmal einzuloggen. Dann müsste es klappen, dann müsstet ihr das Spiel verifiziert haben. Genau, eigentlich müsste das dann klappen. Müsst aber auch darauf achten, dass euer Steam-Account öffentlich ist. Ja, der Steam-Account muss übrigens öffentlich sein. Sonst für die Leute, die da Probleme haben, weil ich habe nämlich als ich hatte anfangs auch das Problem und habe dann schon gegoogelt, da gibt's schon etliche Support-Foren. Ja, ich warte seit 2 Wochen und werde nicht freigeschaltet. Und sowas, also. Ne? Ich nicht, ich habe 2 Sekunden gewartet. Ja, du bist ja auch Carsten Felbert. Der Next Gen Games ist fertig. Fertig, komm bitte abwischen. Wohin? Links raus. Und dann wieder links. Und dann stehen wir da, also Grenz. Und dann Julian Ramm. Nur Zuladung ist eh schon kaputt. Hey. So. Wie hey, ich hab gestanden. Du bist nach links ausgeschlagen. Ich hab gestanden, Alter. Kommt ihr mal? Ausgeschlagen. Alter. Jetzt sagt der hier, kommt ihr mal, dann müssen wir vorfahren. So. Motorfehlfunktion. Julian, hast du Probleme? Nö. Ich habe ja das Gaspedal. Das habe ich statt vermisst. Mit Gaspedal drücke, entspringt ja automatisch mein Motor wieder ein. Achtung, da kommt einer entgegen. Links ab. Ja. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Ich bin fast umgekippt. Da habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Fast wäre ich umgekippt. Machen wir das eigentlich mit unseren Umkippzählungen? Zählen wir hier separat wegen ATS? Nein, oder? Wir fangen aber jetzt neu an. Jetzt erst. Warte, nee, der Andi ist bei 18. Jetzt wollen wir da auch bei 18 lassen. Kommt ihr mal? Julian, kommst du mal? Kommt uns einer entgegen. Hoppala! Die Fracht ist eh schon im Arsch. Ich fühle keinen Zwang an. Mein Gott, ne. Das geht genauso los wie in Europa hier, halt auch für Art. Ich fahre nur meine Strecke lang, ja, also. So, ich tanke mal eine Runde. Echt? Es ist Mittag und du willst saufen? Ich werde schon wieder in den Carsten rein. So. Ich wollte tanken. Ja, ja. Carsten sagt, ich tank mal eine Runde. Andi, nee, ich geh zuerst. Oh ja. Kostet? Aber schon ein paar Gallonen hier verbraucht, so wie das aussieht. Da. Wer hupt denn hier so penetrant? Der Carsten hätte früher sagen müssen, dass da eine Tanke kommt. Ach so. Ja. Dann wärst du trotzdem vor ihm gefahren. Oder hättest versucht, vor ihm zu fahren und hättest ihn dann trotzdem gerammt. Nee, dann hätte ich nicht so penetrant versuchen müssen, auszuweichen und hier noch reinzukommen an dir vorbei und hätte den Carsten hier erwischt. Mhm. Ja. Respekt Speed Limit. Aha. Wo seid ihr so? Hinter dir. Ich tank nämlich auch noch. Also ich fahre gerade auf dem Highway drauf, aber ich warte. Wie, du fährst auf dem Highway drauf? Bist du jetzt rechts auf dem Highway oder was? Nein. Sondern? Du siehst mich. Ach, da vorne. Und hinter dir ist einer. Ja,
Ich fahre ja schon. Oh, der muss aber ordentlich tanken, du. Mhm. Echt ein paar Gallons. Ein paar Gallons verbraucht, du. Carsten, kann das sein, dass du gerade noch ein bisschen zu weit hinten standest? Kann sein, dass du mir reingefahren bist. Ja. Oh, guck mal, da sieht man wieder das pink-grüne Leuchtfeuer hier. Was soll denn das heißen? Nix. Ich kann dich beruhigen, dafür habe ich jetzt richtig schöne Motorfehlfunktionen. Ja, die habe ich auch. Ja, bei dir ist das aber nichts Ungewöhnliches. Das ist doch der Richtige. Überleg mal, wegen wem ich die habe. Wegen Carsten. Ja, weil ich dem draufgefahren bin, das stimmt. Eine habe ich sogar wirklich deswegen bekommen. Du bist hier draufgefahren? Schaden. Ja, am Anfang noch einmal, aus Versehen bin ich hier drauf gerutscht. Weil Julian, wo bist du hin? Warst du nicht eben noch hier irgendwo? Ja, da hast nicht in den Spiegel geguckt. Wäre jetzt hier ein Cop gewesen, der hätte ich durch sein Fenster erschossen. Echt? Die Ami-Cops, die sind da... Die sind da total brutal. Nee. Die verstehen keinen Spaß. Genau, Rowdies werden da einfach erschossen. Der Julian ist immer noch unterwegs, das muss man sich mal reinziehen. In Amerika vorwiegend gewisse Menschen werden mit Vorliebe erschossen, obwohl die nichts getan haben. Mhm. Was dann immer zu riesen Shitstorm und Stress führt, aber ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen. Genau, das lassen wir mal. Ne? Das ist sehr politisch, was du da gerade äußerst. Ja, ja. Ne? Das wollen wir mal nicht hier, ne? Nee, das wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Nee, wollen wir nicht. Ja, tack. Bist du noch da? Carsten, seid ihr rausgefahren? Seid ihr rausgefahren? Joho, sag mein Motor! Ja, wir sind rausgefahren. Ja, wir sind rausgefahren. Warum fährst du da unten weiter? Weil ich jetzt den Geister fahre. Und warum roll ich rückwärts? Ach, weil mein Motor aus ist. Aua! Aua! Ja, aua! Aua! Ja, nee, mein Motor ist irgendwie aus. Ja, geht trotzdem bei niedriger Drehzahl, geht der immer aus. Wenn er jetzt nochmal wieder angeht? Ja, Tag, wo bist denn du hin? Ich mach grad den Geisterfahrer. Und wo ist der Carsten hin? Ich bin oben rechts abgebogen. Rechts, sag das doch. Also hat Andi gerade nicht nach vorne geguckt, weil sonst hätte er mich gesehen. Nee, ich habe gerade Motorfehlfunktionen. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier noch ein bisschen lebe. Kannst du gucken, dass du eine Motorfehlfunktion hast, deinen LKW von der Straße schiebst? Nee, jetzt bin ich hängen geblieben oder was? Was machst denn du da? Ich wollte eigentlich nur die Leute vorbeilassen. Warum das denn? Ja, weil ich nicht... Hängt da so ab, der Carsten. Ja, ich hänge. Ist das cool? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Soll ich mal versuchen, dich zu schieben? Es ist eh egal, ich bin eh schon beschädigt genug. Komm, warte mal, ich komm mal... Ey, cool, ey. Erst mal in ATS festgefahren. Total geil. Das hat ja lange auf sich warten lassen. Pass auf! Julian, geh da mal weg da. Nee, ich muss hier stehen. Ich muss den Carsten da irgendwie rausziehen. Jetzt geh da mal weg. Fahr an mir vorbei, du hast keinen Trailer. Ich bin kaputt. Ja gut, dann fahr ich halt an dir vorbei. An mir vorbeifahren heißt jetzt nicht direkt weiträumig. Du solltest vielleicht nicht da so reinfahren. Da sind... Der Julian hat gesagt, ich soll vorbeifahren. Da kommt einer. Das war eine Andeutung vom Julian, ja. Ja, dann schieb mal von hinten. Ja. Schieb ihn rein. Ja, die richtigen Farben dafür hast du ja. Ich muss ein bisschen Anlauf nehmen. Kein Gewehr, dass ich da noch irgendwie fahren kann, aber... Kein Gewehr? Carsten, halte ich fest, ich komme. Mhm. Fahr mal rein, ich komme. Mit außen im Motor. Vielleicht bringt's was. Ja, ich bin frei. Aber das ist lustig. Ich glaube, bei ETS ging das nicht, oder? Doch. Doch, haben wir das auch schon gemacht. Nur mit sehr viel oft probieren. So. So. Da, Dankeschön, ne? Ja. Du hast jetzt zwar mehr Ladungsschaden, aber zumindest bist du frei. Ich bin frei. Yeah. Komm, ja, Tag, fahr doch mal. Oh, guck mal da. Eine Pony Ranch. Eine Pony Ranch? Eine Pony Ranch. Da treffen wir einen Rancher, der genauso spricht wie ich gerade. Hier rechts, ja, Tag, ne? Ja. Und wenn du da auf die Weide fährst und da Gas gibst, da hast du ganz viel Staub. Ja, da ist aber übrigens ein Zaun aus Metall. Ja, den kannst du doch durchbrechen mit deinem LKW. Müsste eigentlich, kann man aber nicht. Mhm. Hä? Im Was? Real Life würde das gehen, hier aber nicht. So, dann wollen wir mal hier links rein. Probier's doch mal. Nein, ich bin nicht blöd. Nee? Nee? Gepudert. Ist nicht blöd? Ich müsste jetzt hier rechts rein.
Oder den Carsten liefert erstmal ab. Ich gucke jetzt erstmal dem Simulant wozu hier, wie der. Wie der das meistert. Diese Videos immer sind jetzt. Ach, das ist die Firma. Da war ich auch schon. Guck mal, ich park dann mal hier draußen. Im ersten Part war ich doch schon. Das ist nix sehen hier, was der Simulant gut fahren kann. So. So, ich park hier draußen. Wo ist er denn, der Parkplatz? Geradeaus hinten müsste der sein. Nee, oder? Du musst aber rückwärts, glaube ich, rein. Gameplay. Alter Schwede, ja. Wie soll das denn gehen? Stärke der Hättest du den mittleren genommen, da wärst du jetzt nur gerade hier so reingefahren bei dem mittleren, aber du hast ja den schweren genommen, da weiß ich aber auch gar nicht, wo der ist. Noch was stärker. Wo ist denn der? Der ist da zwischen den Wänden. Ach, der da, ja, das ist einfach. Warte mal, da brauche ich eine gute Position. Schade, ich sehe es nicht. Ich stehe draußen. Jetzt verpasst du wirklich was. Das ist herrlich. Ja, man kann aber wahrscheinlich mit Trailer nicht so gut wenden. Darin, deswegen du könntest natürlich gucken, ob du es über den Fotomodus irgendwie hinbekommst. Wie kommt man denn in den Fotomodus? Escape-Taste und Fotomodus. Wo ist der denn? Jetzt sehe ich gar nichts. Das ist so geil. Hast du mal so eine grobe Richtung im Menü, wo ich hin, ne? Ah, Fotomodus hier. Carsten? Fotomodus. Hä, Carsten, was treibst du da? So. Ist das nicht hier hinten die Lücke zwischen den Dingern? Oder richtest du dich jetzt gerade oder was genau hast du jetzt vor? Ich fahre jetzt rückwärts rein. Ja, weil du so weit vorgefahren bist. Ja, musste ich ja. Ich muss da ja irgendwie reinkommen. Musste ja erstmal wenden. Also ich vermute mal, dass der Carsten da rein muss. Das sieht stark danach aus, ja. Ja, da kommt er. Ja, wobei, wenn das gut abpasst. Ich habe eben in dieser Firma, wo ich war, gemerkt, ich stand mit dem LKW gar nicht gerade. Ach, hier hinten kehrt einer. Gar nicht gerade drin mit dem LKW und trotzdem konnte ich die Fracht abliefern. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert das hier auch. Du hängst hinten an der Wand. Sehr schön. Du musst nochmal vorfahren. Bin ich schon so weit? Vorne hänge ich. Aha. Okay. Neben an der Seitenwand. Nicht hinten an der Endwand, sondern an der Seitenwand. Ich komme hier gerade hingeflogen. Funktioniert das? Ja, ja. Ich habe aber gerade erst noch ein Foto gemacht für die Thumbnail-Möglichkeit. Ach nee, guck mal, ich bin aus dem Radius jetzt. Also, die haben den Radius beschränkt. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, ob es geht. Der Josh hat mir den Trick gezeigt, ich habe den auch noch nicht gekannt. Ja, ich fliege gerade nach oben und zoome ran, jetzt sehen wir es auch. Das ist aber cool für Screenshots. Ja, ja, habe ich gerade einen gemacht. Carsten, das sieht gut aus. Boah, alter Vater, ey. Stopp! Ey, die Lackierung ist auch cool. Eine Landschaft. Entweder, wenn es jetzt noch nicht geht, einmal noch zurück und dann hast du es. Steht jetzt genau vor dem Carsten, der Typ. Und hinter dir kehrt einer seelenruhigen Fußboden. Ah, juhu! Jawohl. Ja, lach. Sich freut. Ach, Gott sei Dank. So, dann gehen wir mal wieder aus dem Fotomodus raus, ne? So. So, fortfahren. Also Julian, wenn du da hättest reinfahren müssen, hättest du dich, glaube ich, auch so gefreut wie ein Kind. Ich hätte mich für die einfache... Speichern. Das speichere ich jetzt. So, speichern, ja. So Musik fahren. So, ja, tack. Es kann weitergehen. Okay. ja, wir fahren einmal rechts raus. Typ. Der hat aber auch einen geilen... Der hat auch einen geilen. Oh, der hat einen ganz schönen... Oh. Ich glaube, das ist der lange, den Josh gemeint hat. Nee, ach, es gibt noch einen längeren. Ach, ernsthaft? Shit. Ja, mit drei Achsen hinten. Wo stehst du denn? Ach, da. Julian, links oder rechts? Rechts. Meine ich. Meint er. Meint er, glaubt er. Das ist beruhigend. Du hinten, da... Du? Ah! Was machst du denn? Ja, der Junge bleibt stehen. Julian! Jetzt links. Ja, ich musste gerade auf die Karte. Er musste mal eben kurz auf die Karte gucken. Herr Julian bleibt jetzt vor jeder Kreuzung erstmal stehen und wartet, nee, und irgendwann sagt er jetzt links. Die Dings aktualisiert. Die Dings hast du aktualisiert? Das Navi aktualisiert. Jetzt kann ich auch wieder nach Navi fahren. Carsten gepult hat gerade. Carsten, hältst du das für weise, auf der falschen Seite zu fahren? Ja, fahr jetzt doch mal vorbei. Dann kann ich auch rüberfahren. Aber im Moment kommt kein blauer Punkt. Ich tu dir ja nichts. Also jetzt kommt blauer Punkt. Da kommt einer entgegen. Ja. Blauer Punkt. Soll ich mal hupen? Oh, aber der ist komplett blau, hallo. Der Typ. Oh, der hat Stroh. Stroh, ja.
Hab ich auch noch nicht gesehen. Nee, ich auch noch nicht. Ist aber auch eine Scheißfarbe. Boah, eine Alter. Gammelige Gegend hier, ne? Gammelig? Voll, ne? Voll ja, gammelig. Schön ja. Ist das nicht. Naja. So eine typische amerikanische Industriegegend. Naja. Cool, ich habe über eine rote Ampel fahren bekommen. Strafe. Jetzt übrigens links. Ich über eine grüne Ampel gefahren bin. Ja, dann bist du über rot gefahren. Nee, die ist ja grün. Nee, du bist über rot gefahren. Sonst kriegt man keine Strafe. Also bei mir war die grün, ich habe auch keine Strafe gekriegt. Rein, ne? Ah! Julian! Ich muss hier gucken, ob hier wer kommt. So, pass auf, jetzt sagt er gleich wieder jetzt links, ja. Bremslichter, ja, jetzt links übrigens. Ja, super. So. Und jetzt? So, wo geht mit denn was hier? Ich weiß, wo du hin musst. Hinten durch und dann einparken, ja. Mhm. Ja, ach komm. Und ich sag dir auch wo, warte mal. Nehmen wir das Schwere. Wo muss er denn, Mit Motorfehlfunktion. Ah, da, neben den Bierkisten musst du einparken. Oder Cola-Kisten oder was auch immer das sein mag. Ah, hier musste ich auch schon mal einparken. Aber es ist Multiplayer, Da kann man doch durch die Trailer hier durchfahren. So. Hallo, Jatak. Hi. Dann gucken wir dem Jatak mal zu, wa? Guck mal, der hat den Velbot hinten dran. Die Ami-Version vom Fallbot. Genau. Wo fährst du hin? Was machst du da? Du musst rückwärts rein, das weißt du schon, ne? Ich weiß. Wohin musst du denn? Ich hab nicht viel Platz. Julian, genau, du hast den kürzesten Trailer, den es gibt und kommst hier nicht rein. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Boah, doch. Wenn ich dir zuguck. Hat das gerade einen Schlag getan, Carsten? Nee. Es klang gerade, als wenn er gegen eine Wand gefahren wäre. Ich habe meinen Rückwärtsgang angelegt. Ach so, geht das. Ich frage mich jetzt trotzdem, warum du erst eine Runde im Kreis gefahren bist. Weil ich das witziger fand. Ach so. Bin ich schon fertig, oder was? Ja, natürlich. Nee, ey. Hä? Doch nicht? Nee, der zeigt dir dann immer an, du kannst mit Enter das beenden quasi. Nee, kann man nicht im Multiplayer. Doch, kann man. Im Multiplayer also. Nicht. Zeigt dir aber an. Julian, warum hast du den jetzt immer noch nicht drin? Du, wir haben gerade auf dich gewartet, Kollege. Nein, ich wundere mich nur gerade, weil du standest doch eigentlich richtig. Ja, eigentlich ja, aber war nicht. Aber nur eigentlich. Eigentlich, warte mal. Außerdem hab nicht so eine große Schnauze, du hättest mal sehen sollen, wo ich eingeparkt hab. Ja, guck doch mal, was für eine große Schnauze mein LKW hat. Ja. Kann ich ja nicht anders. Werd mal deinen Trailer los jetzt. Ach, da. Ach nee, ach scheiße, das war die Motorfehlfunktion. Jetzt fährt er schon wieder vorwärts raus. Was machst du denn? Ich möchte ihn gerade hinstellen, den Trailer. Oh. Kommt gleich rüber und beißen dir ab. La 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 la. Jetzt komm, ich steh doch mittendrin. Mittendrin. Statt nur dabei. Julian, kann das vielleicht sein, dass du bis ganz hinten ranfahren musst, dass du noch zu weit vorne stehst? Jetzt mal so ganz blöd gefragt, weil du hast ja einen kürzeren Trailer. Fahr doch einfach mal ein Stückchen weiter noch nach hinten. Du hast noch ein ganzes Stück Platz. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut. Geht's jetzt? Jetzt geht's. Ja. Jetzt geht's. Ah. Mittlerweile. Immer an die Länge denken. Rücksichtslos. Herr Andi. Hm? Aber man sieht das selber, wenn man drin sitzt, sieht man es auch nicht gut, ne? Das ist. Das stimmt, ja. Das ist ein bisschen blöde. Wollen wir hier stehen bleiben oder wo wollen wir hin? Wollen wir und dann im Off fahren wir dann erstmal zur Werkstatt, würde ich mal sagen. Ja, so ein bisschen zu empfehlen wäre das, glaube ich, schon. Oder stell du dich mal so, dann fahre ich dazwischen. Ja, was denn jetzt? Fahren sie beide auseinander.
Hör mal, fahr du mal nicht in meinen LKW hier. Mach ich aber. Du Schnake. So. Ja, tack. Apropos Schnake, ist egal. Spreche ich nach dem Video. So. Mutter aus. Mutter aus. Mutter aus. Mach die Mutter aus? Ja, mach die Mutter aus. Vater? Vater, mach die Mutter aus. Vater, mach die Mutter aus. Genau. Ja, perfekt. So. Guck mal. Tschüss. Genau. Okay. Ja. Ich habe die Antwort gemacht, also mache auch die Abwand jetzt hier. Ja, das war eine weitere Session vom Let's Play ATS Multiplayer. War jetzt wieder unheimlich lang. Wie wir das handhaben, hat Carsten im letzten Video erzählt. Da guckt ihr einfach mal ins letzte Video und ich so sage, danke fürs dabei sein, danke fürs frei sein, danke fürs Zuschauen, ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was ich ganz interessant gerade im Moment noch finde, stehen in exakt der gleichen Position wie am Anfang. Voll cool. Fällt mir gerade mal so auf. Stimmt. Voll cool. Boah, wir sind voll cool. Ja, ne? Gut, jetzt lass uns mal das Video beenden, weil ich glaube, hier einen, der hier einparken möchte. Achso. Ja, tschüss. Tschüss.